Die Sabine, du warst Managerin im HR bei Siemens lange Zeit und hast mir erzählt, du hast den Step gemacht von der Siemens-Biene, so hast du es genannt, zur New Workerin. Und Sabine hat sehr maßgeblich die WOL-Initiative, die Working Out Loud-Initiative in Deutschland mitentwickelt oder initiiert und auf die Beine gestellt und betreibt sie jetzt auch noch sehr stark. Und du hast mir erzählt, dass du sozusagen den Leuten auch Mut machen willst, dass sich auch traditionelle Unternehmenskulturen verändern können. Weil man hat ja immer so das Gefühl, naja, die jungen Modernen, für die ist das alles ganz leicht, aber was macht man mit so Tankern wie Siemens oder Bosch oder ÖBB, die sich viel schwerer bewegen. Und du bist ein Beispiel und hast ein Beispiel uns mitgebracht, wie sich das anfühlt und wie das sein kann. Und Sabine wird jetzt mit uns eine WOL-Session auch machen. Das heißt, es gibt Arbeit, es ist was zu tun. Viel Spaß. Dankeschön, Sabine. Jetzt. Bitte mitsingen. Bei der Probe hat sich gesungen. Du musst mir sagen, wann es losgeht. Wir singen nur den Refrain. Wir können mal alle singen. Und jetzt. Imagine all the people sharing. Dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Ja, das Motto ist natürlich Programm. Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich total, heute den Tag mit Ihnen gemeinsam zu eröffnen. Und Working Out Loud, also Working steckt da ja schon drin, wird auch ein Stück weit unser Motto sein. Es beginnt eigentlich schon gleich in der ersten Minute. Ich möchte Sie gern ein bisschen entführen. Ah nee, wir sind per Du, gell? Ich möchte euch gern ein bisschen entführen. In die Netzwerkwelt von traditionellen Unternehmenskulturen und das machen wir nachher aktiv. Die reden jetzt alle plötzlich über Vernetzung. Wir schauen noch mal ein bisschen hin, wo kommt es eigentlich her und wo geht es hin. Und das machen wir aktiv. Und bevor wir loslegen, würde ich euch gerne mal einladen, einmal kurz den Kopf zu rotieren. Heute früh seid ihr wahrscheinlich mit irgendwelchen Freunden, Kollegen hier angekommen, die ihr gut kennt. Und dann habt ihr euch eher so im hinteren Teil des Raumes versammelt. Jetzt gibt es erstens Amtshandlung Nummer eins. Amtshandlung Nummer eins ist, bitte schaut euch einmal im Raum um und sucht euch zwei Leute, die ihr gestern noch nicht kennengelernt habt. Da hilft es am besten, wenn man aufsteht, genau, da sieht man mehr. Und jetzt würde ich euch bitten, auf diese Leute zuzugehen und euch die mal einmal kurz so unter den Arm zu klemmen. Keine Sorge, ihr müsst euch nicht an den Händen fassen, ihr müsst nicht meditieren. Es ist alles sicherer Space. Und zweite Amtshandlung, es ist leider so, dass die hinteren Plätze hier in diesem Raum sehr, sehr teuer sind. Also gratis kann man leider nur hier vorne sitzen. Das heißt, ich würde euch alle bitte gern einladen, eure Taschen gleich mal mitzunehmen, weil nachher müsst ihr so ein bisschen bei mir vorne am virtuellen Lagerfeuer sitzen. Also wenn ihr drei Leute habt, dann kommt jetzt folgende Amtshandlung. Einmal zu mir her, moven. So ein bisschen. Und zweitens, genau, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Ich brauche noch mal kurz eure Aufmerksamkeit. Hallo. Einmal kurz noch mal zuhören. Also ich sehe schon, die Wiener kommen gleich ins Schmatzen, da braucht man gar nichts sagen. Ich möchte aber ganz gerne, dass ihr ein bisschen gezielter schmatzt und zwar folgendermaßen. Denkt euch mal bitte zwei Wahrheiten und eine Lüge über euch selbst aus.
und die erzählt ja dann den anderen und die anderen finden dann bitte raus, was gelogen war. Das geht rucki zucki, so in 3-4 Minuten einmal rum und dann freue ich mich, wenn nachher diese preisgünstigen Plätze in der ersten Reihe alle besetzt sind von euch. Super. Also auf geht's. 2 Wahrheiten, 1 Lüge. Wir lügen übrigens, glaube ich, 800 Mal am Tag. Also das sollte nicht so schwer sein. Jetzt machen wir kleine virtuelle Lagerfeuer. Die bestehen aus maximal 5 Leuten, vielleicht auch 4. Das heißt, ihr rutscht euch jetzt bitte 5 Stühle, so ein bisschen Lagerfeuer-esk, natürlich so, dass ihr noch nach vorne gucken könnt. Das heißt, diese großen Kreise machen wir ein bisschen kleiner. 4er, 5er Teams maximal. Ja. Das hat auch einen Sinn, weil sonst die Übungen zu lang dauern. Also es ist nicht böse gemeint, aber euer Team ist schon zu groß. Ihr müsst euch irgendwo... Hier sind noch ein paar... Entschuldigung, hier sind noch ein paar einsame Kolleginnen am Lagerfeuer zu, oder so, ne? Sehr gut. Also wir machen lauter kleine virtuelle Lagerfeuer. Ihr müsst ein bisschen enger zusammenrutschen, denn ihr müsst gleich zum Äußersten greifen. Ihr müsst miteinander reden. Aber das klappt ja in Österreich anscheinend schon ganz gut. 6 sind zu viel, 7 sind zu viel, weil die Übungen dann zu lang dauern. Ihr müsst euch irgendwo andocken, sucht mal noch freie Radikale. Hier passt noch ein freies Radikal hin zum Beispiel, das ist ein 4er. Also, freie Radikale, bitte sucht euch noch ein Platzhall, hier wäre noch ein 4er, da ist noch ein Platzhall frei, hier ist auch noch ein Platzhall frei. Super. Ist kuschelig, oder, an so einem virtuellen Lagerfeuer. Kennt ihr die Leute, die da mit euch zusammensitzen? Sehr gut, so soll es sein. Sehr schön. Alles klar, dann lasst uns mal loslegen. Working Out Loud, ich werde euch ein bisschen erzählen, warum wir überhaupt im Unternehmenskontext über Vernetzung sprechen. Und ich würde gerne ein Stück Wissen mit euch teilen, was mich wie so ein Donnerschlag getroffen hat selber. Und ich glaube, dass für den einen oder anderen ist es vielleicht auch noch mal so ein bisschen erleuchtend, warum wir eigentlich vorher so gemütlich und kuschelig in unserem Silo gelebt haben und plötzlich sagen alle, vernetzt euch und habt euch lieb und nehmt euch bei der Hand. Und irgendwo kommt das her. Und es hat tatsächlich eine Ursache, und zwar eine, ich sage jetzt mal, hardcore betriebswirtschaftliche Ursache, aber diese Thematik hat auch eine Nebenwirkung, nämlich, dass die Leute auch noch Spaß haben dabei. Wir nennen das auch manchmal ein Change-Programm, also wir fangen plötzlich an, aus dem Silo raus zu denken und zu arbeiten, und es ist ein Change-Programm für mich als alte Siemensianerin, 25 Jahre Konzern, das erste Change-Programm meines Lebens, das mir auch Spaß gemacht hat, weil ich bin wie viele anderen Kollegen. Wer ist denn bei euch in so einem traditionellen Unternehmen zu Hause? Wer hat denn von euch schon mal ein Change-Programm erlebt? 10? Wer hat schon 10 Change-Programme erlebt? Leicht, oder? Ich glaube, ich habe 137 erlebt bei Siemens in 25 Jahren. Und keins davon hat wirklich Spaß gemacht, weil in so einem Technologiekonzern heißt Change, du kriegst ein E-Mail, wir haben übrigens einen neuen Prozess, hier ist der Link. Ja, und so nach 2 Jahren merkt man plötzlich, die Leute arbeiten nicht mit diesem neuen Prozess, und da sagt man, ey, da müsste man ein Training machen. Und dann schleift man Menschen in Größenordnungen in Hotels und dann machen die Trainings 2 Tage und dann können die plötzlich alles und haben auch sogar noch Lust, es zu machen. Und wenn wir über Vernetzung sprechen, dann sprechen wir gleichzeitig über ganz viel, nämlich zum Beispiel über eine neue Art des Lernens. Da sitzen nämlich 5 Leute selbst organisiert am Lagerfeuer und lernen voneinander und miteinander. Und genau darum geht es bei Working Out Loud, dem Lernprogramm, das der John Stepper entwickelt hat. Und auch da werde ich euch ein bisschen erzählen, wo kommt es her, wie ist er dazu gekommen. Aber es ist auch eine Arbeitshaltung. Und es ist eine Arbeitshaltung, wenn ich so in die Gesichter schaue, dann sehe ich, das sind so Babyboomer wie Icke,
Also ich komm aus Berlin, hört man ja. Also da sind so Babyboomer, die sind halt 50, aber da sind auch, jetzt muss man nur gucken, so jüngere Menschen, Generation Y und Z, und jetzt kriegen die ja alle irgendwie so einen Stempel drauf, irgendwie wie so ein Stück Fleisch, gell, du bist jetzt Z. Aber diese Zettler und diese Y-ler, die arbeiten irgendwie schon vernetzt, die sind da irgendwie reingewachsen, ist ja nichts Neues für uns. Insofern, also falls ihr euch langweilt, Y-ler und Zettler, euch können wir super gut gebrauchen, weil wir nämlich in Unternehmen inzwischen Reverse Mentoring machen. Da kommen nämlich solche jungen Spunde wie ihr zu solchen alten Leuten wie mir und sagen, ich zeige dir mal, wie das geht mit der Vernetzung. Ja? Und ich zeige dir mal, wie das geht, heißt, wir brauchen erstmal Tools, die haben wir mittlerweile privat total reichlich. Wer ist denn sozial vernetzt? Zum Beispiel in Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter. Auf Twitter müssen wir ändern. Das wichtigste digitale Lerntool und zum wichtigsten digitalen Lerntool gekürt worden, weiß nicht, schon anno 2014, ist ja schon quasi Jahrhunderte her. Twitter ist wirklich, ja, man muss sich halt kurz fassen, habt ihr ja vorher gemerkt, wie schwer das ist. Ne? Also mal so, 140, inzwischen sind es 280 Zeichen, im Übrigen das wichtigste Lerntool für Social Learning. Und wenn man sagt, Social Learning ist die Zukunft des Lernens, dann gehört da Twitter dazu, das nur nebenbei. Deswegen steht hier übrigens so ein Hashtag. Genau, also wir brauchen Tools, die gibt es auch im Unternehmen. Wer von euch hat denn ein Enterprise Social Network? Also einen Gemma, einen Jive, irgendwas. Genau, das ist dann so, was sind das, so irgendwie 20%, würde ich sagen. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie aktiv bist du in eurem... Kannst mit den Fingern zeigen, du hast ja gerade einen Pfirsich im Mund. 0, okay. Andere ESN, 10, super, eine super Aktivistin, genau. Und dann nochmal? 8, super, 10. Also auch einer, der richtig im ESN was macht. Das heißt, wir haben die Tools, das wäre das Tool. Ein paar von euch haben die Skills und haben auch offenkundig das Mindset. Aber das Mindset ist natürlich die dickste Nuss, das haben wir vorher nicht so erkannt. Und deswegen werden wir hier auch über das Mindset vor allen Dingen sprechen. Und das Lernprogramm von dem John Stepper, das auch Working Out Loud heißt, also die Haltung und das Lernprogramm, die hilft ein bisschen, die Skills auszubauen, aber sie hilft vor allen Dingen in kleinen Schritten, die Haltung zu verändern. In kleinen Schritten wie im richtigen Leben. Wer von euch hat schon beim Leben angefangen zu joggen? Und wer von denen, die jetzt die Hand oben haben, hat wieder aufgehört? Okay, also wenig. Also, da gibt es so diese, ich sage immer, 6 Wochen Pobacken zusammenziehen. Man weiß, dass man was 66 Mal gemacht haben muss. Ja? Und dann wird es eine Habit. Früher haben wir das negiert, wir haben gesagt, Menschen über dem 6. Lebensjahr, und das glaube ich gilt für uns alle, sind eigentlich gar nicht mehr in der Lage, Verhalten zu ändern. Dann kam der Gerald Hüther und hat gesagt, alles gelogen. Gerald Hüther, Neurologe, Hirnforscher, wir können da oben sehr wohl auch im betagten Alter von über 18, sage ich mal, noch Synapsen verknüpfen. Es wäre ja auch schlimm, dann könnten wir nämlich sonst auch nicht lernen. Und mit Working Out Loud lernen wir was, was wir eigentlich im Unternehmen seit vielen Jahren aberzogen gekriegt haben, nämlich tatsächlich, deswegen habe ich vorher auch Augenzwinker gesagt, miteinander reden, wirklich miteinander reden, aber auch miteinander kollaborieren. An gemeinsamen Zielen, an einem großen Ganzen zu arbeiten. Also wir schauen uns die Haltung an, wir schauen uns das Lernprogramm an, wir machen noch ein paar Übungen in dem Lernprogramm, sodass ihr ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was diese ganzen Verrückten da momentan im Unternehmen alles so treiben. Vorher hatte ich den Reza getroffen vom BMW, wo ist er, Reza? Genau, Reza, bei euch ist die Welle inzwischen auch schon recht massiv, gell? Also es, nur um irgendwie einmal mit einem lebenden Beweis klarzumachen, dass das also nicht irgendeine esoterische Geheimreligion ist, sondern das echte Hardcore-Unternehmen, und dieses Unternehmen heißt BMW, dass die in 500er Mitarbeiter-Päckchen sozusagen alle paar Monate auch wieder anfangen mit dem Thema Vernetzung, und zwar wirklich mit dem Mindset. Bevor ihr gleich noch mal miteinander am Lagerfeuer kuscheln dürft,
Ein ganz kurzer Ausflug eben in diese Frage, warum reden wir eigentlich alle über Vernetzung und oder warum ist das wichtig? Working Out Loud hat in vielen Unternehmen als Graswurzel begonnen. Da gibt es einen IT-Spezialisten in den USA, der heißt Bryce Williams, der hat 2010 mal so einen Blogpost veröffentlicht mit dem Titel When Will We Work Out Loud? Unternehmen haben sich seit, ich sag mal, den 90ern mit der Frage gequält, wie kriegt man das Wissen aus den Köpfen raus in das Unternehmen rein. Das beschäftigt uns schon sehr lang. Ich habe bei Siemens in der Strategie angefangen. Da haben wir es irgendwie nicht geschafft. Später habe ich im Learning gearbeitet. Da haben wir es irgendwie auch nur sehr begrenzt geschafft, weil wir haben in der Arbeitswelt Menschen dazu sozialisiert, eisern auf ihrer Funktion zu bleiben. Also ein HRler, der kann ja nie irgendwie im Vertrieb arbeiten und ein Vertriebler, der kann nie im Controlling arbeiten, weil der hat mal vor 20 Jahren halt Vertrieb studiert und eben nicht Controlling. Also das ist ein sehr, sehr typisches europäisches Raster, ein sehr, sehr typisch deutsches. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei euch ähnlich ist. In den USA ist es übrigens völlig anders. Ein Architekt kann sehr wohl auch im Vertrieb von einem elektromechanischen Komponentengeschäft arbeiten, wenn er das cool findet. Ja, aber wir sind da sehr, sehr getriggert. Jetzt, wenn man in so ein großes Unternehmen reinkommt und die Kollegen, die in Konzernen zu Hause sind, werden das bestätigen, dann gehört man erstmal gleich zu so einem Tribe dazu. Gell? Also wir sind hier die Buchhaltung, wir sind hier 13 Leute, wir haben uns alle furchtbar lieb, wir reden auch miteinander, aber das ist bitte genau mein Vorgarten und da steigt mir keiner rein. Also so sind wir eigentlich alle sozialisiert und das hat auch lange ganz, ganz gut funktioniert. Unsere Führungssysteme, die unterstützen das. Ich werde jetzt immer ein bisschen viel von Siemens erzählen, also wahrscheinlich kriege ich dann gleich irgendwie schlechtes Feedback, die redet immer von Siemens, aber glaub mir, ich bin in ganz vielen anderen Unternehmen auch. Siemens ist für mich eigentlich nur eine Hülle für viele andere Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. Mein Unternehmen, mein Ex-Unternehmen, wurde gegründet von einem Offizier. Der Werner war ein genialer Tüftler, aber er war halt auch Offizier. Und wie er dann so seinen Zeigertelegrafen zusammengebastelt hat, da hat er sich gedacht, jetzt könnte ich eine Firma gründen, also richtig cooles Startup, Schöneberg, Berlin, Garage, wie man das heute auch machen würde, mit seinem Spätzle, dem Halskit zusammen. Und er hat gesagt, aber irgendwie muss man da ja irgendwie was aufbauen an Organisation, ist ja ganz klar. Wie haben wir das beim Militär gelernt? Da oben ist der Offizier und da unten ist der Body, der arbeitet. Also der stärkste, der tapferste Soldat auf dem Feld wird dann Offizier. Und weil das Leben als Offizier und als Chef so schwer ist, laden wir diesen Job mit unheimlich vielen Emotionen auf. Bei Siemens kriegte man, wenn man Chef wurde, Armlehnen. Also man kam in ein Büro, guckte sich einmal um und sah, der die Armlehnen hat, ist der Chef. Der Chef war übrigens, also nicht, weil ich jetzt auf dich gezeigt habe, nicht persönlich nehmen, der Chef war natürlich männlich, weil die sind übrigens heute noch männlich, 2,5% weibliche Führungskräfte, 2018, aber das ist eine ganz andere Geschichte, weil es im Militär ja keine Frauen gab. Ja? Also es gab da überhaupt keine Frauen, die kamen da einfach nicht vor. Das ist 170 Jahre her und seit 170 Jahren machen wir das eigentlich genauso. Siehst du eigentlich was hinter dem, wir tun die nicht einmal weg. Wir würden immer gern ein bisschen flirten, aber das geht ja nicht, hier sind Blumen dazwischen. Also in einer einfachen Welt funktioniert eine Führungsstruktur, die hierarchisch ist. Warum? Weil einfach heißt, ich habe eine Ursache, die ich erkenne, oh, die Maschine geht nicht mehr. Ich habe eine Wirkung, oh, da kommt hinten nichts raus. Und ich habe eine Antwort. Und wenn ich den Schlauesten zum Chef mache, dann hat der die Antwort. Richtig? Wir entkoppeln das Denken vom Handeln. Taylor, ne? Management. Management, was heißt eigentlich Management übrigens? Wo kommt der Begriff her? Weiß das jemand von euch? Bitte? Das wäre schön, wenn es greifen hieße. Wo kommt das vor? In der Manege. Der Manager ist der Dompteur in der Manege, der die Tiere domptiert. Und das ist eigentlich ganz, ganz bitter. Ja? Denn genau so
ist die Kultur und die Stimmung in ganz, ganz vielen Unternehmen. Immer noch im 21. Jahrhundert. Aber ich wollte euch nicht in eine Massendepression führen. Zwischendrin gab es noch den Taylor. Ja? Also erst kam der Siemens und hat gesagt, der schlauste, der tapferste Soldat sitzt oben. Dann kam der Taylor und hat gesagt, wenn wir die Arbeit maximal teilen, super, dann sind wir noch effizienter. Also die da innen übernehmen das Denken und die da außen, die kriegen halt ihre Order per Mufti. So, das geht in einer Welt, wo ich sage, es gibt eine Ursache, eine Wirkung und eine Antwort. Und in so einer Welt, da erkennen wir Handlungsbedarf. Ziel jeden Unternehmens ist, gute unternehmerische Entscheidungen treffen. Das heißt, ein Manager muss jeden Tag 100 Entscheidungen treffen. Das ist sein Ziel, und zwar im Dienste des gesamten Bodies des Unternehmens. Also wir erkennen Handlungsbedarf. Dann gibt es einen, der beurteilen. Und dann gibt es eine Reaktion. So, und beurteilen tut der da drin. Und die Reaktion kommt dann von dem da draußen. Und mal schon den Vorhang ein bisschen zur Seite gezogen, kann das funktionieren? In einer einfachen Welt womöglich ja. Und einfach hieß für ein Unternehmen wie Siemens, und das gilt für ganz, ganz viele Unternehmen bis in die 90er, die Welt war einfach, denn wir haben einfach das Monopol gehabt auf Transport, auf Energie und auf öffentliche Vernetzung. Also eigentlich die drei Backbones einer Zivilisation wurden alle genau von einem Lieferanten bestritten, und ich könnte mir vorstellen, dass es hier ähnlich war. Ein regulierter Markt, super. Wettbewerb bleibt draußen, der Vertrieb krempelt die Ärmel hoch, eigentlich nur, um darauf zu warten, dass der Kunde verzweifelt anruft. Das ist Monopol. Das ist dann irgendwann auch in der DNA von einem Unternehmen drin. Und das ist kein Geheimnis, die öffentlichen Netze, das waren immerhin 60.000 Leute, das war immerhin mal das wirtschaftliche Backbone dieses Unternehmens, haben wir verloren, weil wir den kulturellen Twist nicht geschafft haben. Wir haben es nicht geschafft aus dieser Haltung, wir erzählen dem Kunden dann schon mal, was er braucht, und dann kauft er das, zu einer proaktiven Haltung zu kommen. Und dann war die Deregulierung und Globalisierung. Und selbstbewusst wie große Unternehmen sind, haben wir gesagt, super, und jetzt gehen wir in die Welt hinaus und jetzt verkaufen wir das alles der ganzen Welt. Bloß die blöde Welt ist dann leider in unser Land reingekommen und hat uns überall da das Leben zur Hölle gemacht, wo wir eigentlich gedacht haben, dass wir auf einem ganz sicheren Grund sind. Und in so einer Welt hilft es dann nicht mehr, dass der mit dem Krönchen beurteilt. Und dann passieren Managementfehler, und in einer guten Organisation passt man dann das Führungssystem an. Bitte, eine Hierarchie ist kein schlechtes System. Da, wo es funktioniert oder funktionieren kann, funktioniert es auch. Aber der Job, ein Unternehmen wirklich erfolgreich zu steuern, ist zu gucken, in welcher Welt sind wir zu Hause und was braucht es da? Und das vielleicht sogar auf Funktionen aufgeteilt. Wir sind nämlich nicht in einer einfachen Welt, sondern, da habe ich schon so eine schöne Wolke hingemalt, wir sind in einer volatilen, unsicheren, komplexen und widersprüchlichen Welt inzwischen zu Hause. Sagen wir mal, die Welt ist kompliziert oder sie war dann zwischendrin kompliziert. Und wahrscheinlich gibt es einige Unternehmen, vielleicht könnt ihr gleich nochmal so einen eigenen Check machen, wo ihr euch da so einordnen würdet. Da haben wir viele Ursachen, viele Wirkungen und viele Antworten. Gibt es hier BWL-Absolventen im Raum? Oder welche, die so noch mittendrin, so richtig frisch, saftig, das Wissen noch total aus dem Ärmel schütteln? Oh, sind die Fingerhände gleich alle runtergegangen? Die können sich wahrscheinlich alles Ticket nicht leisten. Gut. Ansoff-Matrix, wer kennt das Modell? Ansoff-Matrix ist ein Modell, wie ein Unternehmen wachsen kann. Gleiche Produkte an gleiche Kunden, neue Produkte an gleiche Kunden,
neue Produkte, neuer Markt und irgendwo noch dazwischen. Also vier Möglichkeiten, genau setzen, ein, super, bitte eintragen. Vier Möglichkeiten hat ein Unternehmen zu wachsen und in diesem Bereich neue Produkte an neuen Kunden gibt es ja nochmal 100 Möglichkeiten. Kann ich aus eigener Kraft machen, kann ich über Akquisitionen machen, kaufe ich ein Unternehmen dazu, kann ich vertikal integrieren, kann ich horizontal integrieren. Auf die einfache Frage, wir müssen wachsen, weil vielleicht unsere Kostendecke nicht mehr funktioniert oder was auch immer, gibt es 20 gute Antworten. Also wir erkennen Handlungsbedarf, wir müssen wachsen. Und jetzt versucht der hier zu beurteilen, wie das gehen soll. Das geht aber nicht, weil der sitzt da drin. Und das Einzige, was der tun kann in diesem Kreis, in diesem inneren Kreis, ist, er kann sich Marktstudien, so Papierschwarten besorgen und kann gucken, was vielleicht passen würde. Weil richtig Ahnung hat wer? Na, die da draußen, oder? Die haben Ahnung, die sitzen ja am Kunden, die sitzen ja am Markt, die reden ja mit den Leuten. Der Herr Käser tut das nicht. Der redet vielleicht mit der Scheichin von Oman oder so, aber so mit den Leuten, die letzten Endes immer echtes Geld verdienen, redet der ja nicht. Also wie wir am besten wachsen, das wissen die Leute da draußen. Der redet wirklich mit der. Also eine ganz gute Freundin des Hauses, irgendwie gehören denen auch ein Scheibchen von Siemens, aber das nur nebenbei. Erkennen. Und jetzt brauchen wir eigentlich eine Analyse. Eine Analyse von ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten und Perspektiven. Und dann können wir handeln, reagieren. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir den Job zustande? Wir brauchen ganz viele verschiedene Perspektiven auf ein und das gleiche Thema. Die müssen alle miteinander reden, sich verschalten, vernetzen. Und je mehr Wissen wir haben, desto bessere Entscheidungen können wir treffen. Und da reden wir über Vernetzung. Und das haben wir in den 90er Jahren erkannt als Unternehmen und haben so große Datenbanken aufgestellt, SharePoint hießen die und andere blöde Namen, BS 2000 und haben gesagt, Leute, bitte schüttet da euer Wissen rein. So, wenn ihr aus der Kantine rauskommt, schüttet man mal kurz sein Wissen rein und geht weiter. Und die Leute haben das nicht getan. Die haben ihr Wissen nicht geteilt, weil die 90er Jahren waren auch die Jahre der Restrukturierung. Also ich habe von den 25 Jahren, die ich bei Siemens war, ungefähr 25 Jahre nur Restrukturierung erlebt. Das heißt, gib mir dein Wissen, dann braucht man dich nicht mehr, aber mich braucht man noch. Na, ciao, hier Personalabteilung, die schreibt dir einen Aufhebungsvertrag. Das heißt, Leute haben gleichzeitig auch existenziell Angst gehabt, in den 90er und in den 10er Jahren ihr Wissen zu teilen. Weil wir haben gesehen, wie eine Mitarbeiterzahl in Deutschland, also speziell in diesem Unternehmen, mal halt von 190 auf 120.000 runtergegangen ist. Das ist eine ganz schöne Scheibe und das war übrigens noch vor ÖN rausgegangen ist, also die Netzwerktechnologie. Das heißt, wir haben den Leuten eigentlich keinen Grund gegeben, ihr Wissen wirklich zu teilen, es sei denn, sie sind so geboren, sie sind so vom Typ her. Das heißt, hier gehört jetzt eigentlich das Thema Haltung hin, ne? Haltung. Und deswegen hat der Bryce Williams gesagt, when will we work out loud? Weil wenn man das Thema Netzwerkhaltung in seine Atome aufspaltet, dann heißt es, ich bin bereit, mein Wissen zu teilen. Rutsch halt ein bisschen hier rum, ganz kurz darfst du von deinem Lagerfeuer wegrutschen. Ja? Wenn man das in seine Atome aufspaltet, heißt das, ich bin bereit, offen über meine Arbeit zu reden. Auch über Fehler, auch über Fragen. Jetzt stellt man sich so eine traditionelle Unternehmenskultur vor. Ich habe ein individuelles Ziel. Haben wir ja alle, ist ja total klasse, weil wir sind ja alle Pferdchen in der Manege und ein individuelles Ziel ist die Mohrrübe, weil du bist ja nicht intrinsisch motiviert, das Menschenbild. Warum Menschen überhaupt individuelle Ziele brauchen, lässt ja auch schon tief blicken. Ne? Du kriegst eine Mohrrübe und dann ackerst du. Komischerweise funktionieren die Menschen so nicht. Ja?
Also ich muss eigentlich offen über meine Arbeit reden, auch über Fehler. Auf einer Skala von 0 total schlecht bis 10, ey, wir können über alles reden bei uns im Unternehmen. Wie ist denn bei euch so die Fehlerkultur? Einfach mal Hände hoch. Also 0, man kann nicht über Fehler reden, sonst wird man geköpft, bis 10. Bei uns ist alles total offen. Ich sehe ganz viele offene Hände. Da braucht ihr ja alle kein Working Out Loud, oder? Lauter offene Unternehmenskulturen. 5 so mittendrin, ne? Also ich kann sagen, theoretisch reden wir schon lange über Fehlerkultur und praktisch heißt die erste Frage, wenn irgendwas schiefgegangen ist, immer noch, wer? Wer? Wer hat das gemacht? Wer hat das entschieden? Ja, also ich sehe, wenn ich dann so reinzoome in eine Fehlerkultur, in eine Kultur, ich habe das Vergnügen und auch die Ehre, manche Unternehmen dabei auch zu unterstützen. Wie ist denn eure Kultur? Und dann stellt man schon fest, in der DNA ist dann schon so eine ganz, ganz starke, einer weiß, wo es lang geht. Wir sind auch ganz froh, dass der die Entscheidung trifft. Wenn sie dann schief geht, wird sie bei dem nicht kritisiert. Wenn irgendwas schief geht, sucht man aber relativ schnell einen Schuldigen und redet nicht über die Frage, was können wir eigentlich daraus lernen? Auch obwohl wir das seit Jahren versuchen zu etablieren. Aber eine DNA kannst du nicht durch einen Prozess überschreiben. Ja, das versuchen wir nämlich auch seit 20 Jahren. So, also wir haben eine komplizierte Welt in manchen Unternehmen, vielleicht aber auch eine komplexe Welt. Frage an euch. Eine chaotische gibt es auch noch. Wer von euch glaubt, in einer einfachen Welt zu Hause zu sein, unternehmerisch? Kompliziert? Das ist die Welt, wo wir anfangen müssen, vernetzt zu arbeiten. Das ist übrigens die Welt, wo wir anfangen, über die Führungssysteme nachzudenken, über die Entscheidungsprozesse nachzudenken. Wie können wir das anders machen? Das ist die Welt, wo die Führungskraft plötzlich sein Krönchen abgibt. Das ist die Welt, wo wir eine Führung nicht mehr belohnen mit mehr Geld und einem Armlehnen und einem Parkplatz auf dem Hof, sondern wo Führung ein Job wie jeder andere ist, der auch rotieren kann. Wo Führung vielleicht gewählt wird von den Mitarbeitern und wo die Führungskraft, ich sage jetzt mal die temporäre Führungskraft, fachlich nicht viel Ahnung braucht. Aber die muss vor allem menschlich viel Ahnung haben. Die hat nämlich nur einen Job, das Beste aus seinen Mitarbeitern rauszuholen. Und das Beste jetzt bitte nicht im puren betriebswirtschaftlichen Sinn, sondern das Beste heißt eben auch, dafür zu sorgen, dass die Spaß haben bei dem, was die machen. Ja, Spaß, jetzt soll auf der Arbeit auch noch Spaß sein. Ja, wir haben eine Fluktuation in manchen Unternehmen von 60%. Also so eine Leute wie wir, über 30, die haben eine gewisse Frustrationstoleranz, die bleiben so ein bisschen länger, ne, wenn das irgendwie nicht schön ist. Aber ich habe selber schon erlebt, junge Mitarbeiter bei mir im Team, also die haben es auch bei mir schön gehabt, aber die sind halt nach 2 Jahren weg. Nach 2 Jahren fangen die eigentlich gerade erst an, so eine Kruste zu kriegen und fertig gebacken zu sein. Und dann sind die weg und dann suchen die sich was Neues. Und das kostet Unternehmen richtig viel Geld. Dieser War for Talents, der hat halt schon lange angefangen. Wer ist in der komplexen Welt zu Hause? Also auch schon eine ganze Menge. Und die Welt wird komplexer. Und komplex heißt, ich habe viele Ursachen, ich habe auch viele Wirkungen und ich finde den Link nicht zwischen den beiden. Ja? Ich kann eigentlich nur Phänomene beobachten. Ich muss erst mal überlegen, ist das eine Ursache oder ist das eine Wirkung? Das kann ich ja gar nicht mehr sagen. Mir pfeifen links und rechts am Ohr einfach Phänomene vorbei und ich habe eigentlich nur eine Chance, mit diesen Phänomenen umzugehen. Und jetzt kommt die harte Nummer mit der Fehlerkultur. Ich kann nur experimentieren. Ich mache ein Experiment, ich mache 10 Experimente.
junge Unternehmen würden das Lean Prototypes nennen. Ja? Macht 10 Experimente und davon gehen 8 sowieso gleich mal schief und 2 könnten funktionieren. Und damit gehe ich zu dieser Führungskraft und sage, du, wir haben mal geguckt, wir haben mal die 3 Sachen und die 5 Sachen zusammengepackt, wollen wir das mal ausprobieren? Wollen wir mal versuchen, lieber eine Startup zu kaufen, ne? Weil wir glauben, dass das besser funktioniert, weil wir diesen Technologiegenerationen gar nicht aufholen können aus eigener Kraft. Na, probieren wir halt mal. Da kaufen wir aber nicht eine Startup, sondern da müssen wir 10 kaufen, weil von denen gehen auch wieder 8 in die Hosen. Das heißt, wir befinden uns in einer Welt des Experiments. Ein Experiment ist per se was, was potenziell schiefgehen kann. Wir können dann Muster erkennen. Wenn wir das richtig gut beherrschen, deswegen ist dieses Experimentieren üben so richtig, weil irgendwann erkennen wir Muster. Ah, schau mal, das haben wir jetzt 3-mal gemacht, das hat jetzt 3-mal funktioniert, ist die Welt immer noch die gleiche? Falls ja, könnten wir es auch ein 4. Mal probieren. Das könnte klappen und dann können wir reagieren. Und in dieser Welt hier tummeln wir uns gerade alle. Diese Konferenz heißt Agil irgendwas. Wie heißt die Konferenz? Wie heißt die Konferenz nochmal? Agil? Ganz genau. Wir reden über Agilität. Ja? Wir reden über Agilität. Und jetzt gibt es so ein schönes Phänomen, gerade in Technologieunternehmen, das heißt nämlich, hey, da gibt es ja so ein paar Tools und ein paar Methoden, die machen agil, die heißen dann Scrum, die heißen Design Thinking. Scrum kann man so in 5 DIN A4 Seiten beschreiben, schlafwandlerisch, ne? Easy. Design Thinking sind 3 DIN A4 Seiten, easy. Holakratie. Gut, das ist ein ganzes Buch, aber wenn man das zusammendampft, sind es auch nur 5 DIN A4 Seiten. Kann man so einen Henkel dran machen, sagen, da schau her, bitte das lesen und dann machen wir Scrum und ihr macht ein bisschen Design Thinking. Und was jetzt alle so ein bisschen vergessen haben ist, ehrlich gesagt, auch um agil zu sein, braucht man eine Haltung. Und der Startpunkt für eine agile Haltung ist der hier. Ja? Working out loud. Offen über seine Arbeit sprechen, zu jedem Zeitpunkt. Dazu brauchen wir eine Plattform, die kann ein Enterprise Social Network sein, die kann übrigens kein Postfach sein. Warum nicht? Weil im Postfach legt sich das Wissen zum Sterben hin. In dem Moment, wo das Wissen da drin ist, ist es schon fast eingeschlafen. Ja? Also der Mensch, der dieses Wissens-Bit-Byte-Atom gekriegt hat, der hat leider gestern gekündigt. Oder das ist im Spam-Folder gelandet. Oder der ist gerade im Urlaub, da hat er 1200 E-Mails gekriegt und deswegen löscht er die alle. Ja? Wissen ist schon gestorben. Das ist nicht im Interesse von dem Unternehmen. Wir wollen eigentlich, dass das Wissen lebt und Wissen lebt nur im Netzwerk. Es ist leider so. Jetzt kann man immer noch sagen, ja, aber wenn ich das allen alles erzähle, dann können die mich ja nicht mehr brauchen. Hey, das ist the daily fight of life. Ja? Wenn es darauf ankommt, dass ich nichts sage, weil ich sonst meine Existenz gefährde, bin ich eigentlich schon tot, bevor ich angefangen habe. Ja? Ganz im Gegenteil, Vernetzung hilft, die Existenz zu sichern. Und dann sind wir beim John Stepper. Ja? Der John Stepper hat 2008 ein wahnsinniges Erlebnis gehabt. Kennt eigentlich jeder in der traditionellen Unternehmenskultur. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie nicken oder Kopfschütteln. Den ersten Job, den sucht man sich noch aus. Da will man unbedingt hin. Ich will unbedingt bei Siemens arbeiten. Ich will unbedingt in die strategische Planung. Ich habe schließlich Strategie studiert. Einen zweiten Job, ja, wenn man zu den 3% im Goldfischteich gehört, dann wird man in diesen zweiten Job reingehoben. Da gibt es dann so
Irrationalismen wie, das ist nur eine Führungsspanne von 3 Leuten, aber die Sabine ist jetzt eine Funktionsstufe für die 4, die braucht jetzt aber 13 Leute. Ihr seid jetzt alle auch Mitarbeiter. Also diese ganzen Irrationalitäten dieser Struktur, ja, ihr seid jetzt auf einmal zusammen, die Sprachen und die BWL und die Strategie sind jetzt ein Team. Das passt irgendwie. Also ihr findet das schon so. Den dritten Job, da war ein Platz frei. Den vierten Job, da haben wir leider eine Funktion outgesourced, der ist jetzt weg, aber wir finden schon was für dich. Da gibt es irgendwie so einen Austragsstüberl, da kannst du noch ein bisschen sitzen, bis uns was ganz Tolles einfällt, China oder Moskau oder Katar. Irgend sowas wird sich schon auftun. Wenn man dann so 50 ist, also ich war 48, also ich, für mich trifft das nicht ganz so zu, ich war 48 und habe eigentlich gedacht, jetzt könnte ich bei Siemens in Rente gehen, sind ja nur noch 19 Jahre. Habe viele Kollegen, die so denken, ja, also da kann man sich auch zum Sterben hinlegen. Jemand wie ich ist unkündbar, ich bin 25 Jahre dabei, das ist eigentlich wie verbeamtet, nur mit doppelt so viel Geld. Also schlimmer kann es einen eigentlich nicht treffen. Oder ich kann halt nochmal was Eigenes machen, das erklärt, wo ist die Sabine, 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 das erklärt dann, warum ich irgendwann die Popacken zusammengekniffen habe und rausgegangen bin. Ich kenne aber viele Leute in meinem Alter, die halt mit 48, die Kinder sind groß, das Haus ist abbezahlt, plötzlich sagen, puh, wenn ich so überlege, was ich den ganzen Tag mache, dann ist das eigentlich nicht so das, wo ich denke, warum ich auf der Welt bin. Mal gucken, das war eigentlich beim letzten Job schon genauso, war beim vorletzten Job schon genauso. Und dann fliegt diese Bürotür mit 48 auf und der Chef steckt den Kopf rein und sagt, by the way, John Stepper, ne? Deutsche Bank, IT-Leiter mit einem Team von 3 Hände voll Leuten, die Tür bei John fliegt auf und sein Chef sagt, by the way, Finanzkrise, John, du, deine Funktion, die sourcen wir jetzt halt out. Und uns fällt aber schon was ein für dich. Tür geht wieder zu. Und dann sitzt man da so, also einen Kübel Wasser über dem Kopf und sagt so, ja geil, was mache ich denn jetzt? Ne? Also irgendwie, gerade irgendwie das 5. Kind da, gerade irgendwie die 2. Frau geschieden, gerade irgendwie richtig die Kacke am Dampfen und dann passiert dir sowas. Und du merkst plötzlich, und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende in diesem Alter auch, ja, ich habe überhaupt keine Kontrolle über das, was mit mir am Arbeitsplatz passiert. Ich habe überhaupt keine Kontrolle. Mir kann sowas passieren und es ändert von einer Sekunde auf die nächste mein ganzes Leben und ich kann nichts dagegen tun. Gestern habe ich mir noch einen Kopf zerbrochen, wie wir die großen Herausforderungen meiner Funktion in den Griff kriegen und heute frage ich mich, wofür das Ganze? Ja? Und der John hat eigentlich eins festgestellt, ich bin überhaupt nicht vernetzt, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, hier auszubrechen, ich muss jetzt wie so ein Hase in der Grube warten, was da auf mich zukommt. Und dann hat er in seinem Bücherregal gekramt und da fiel ihm in die Hände ein Buch, das manche von euch auch kennen, ich habe das auch gelesen zu Studienzeiten, als ich neu in Berlin war, eine Bayerin in Berlin. Das ist natürlich nicht trivial, das ist schon sprachlich ein Problem. Also Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. 1938, ne? 1938 hat er das geschrieben und es ist weniger esoterisch, als es klingt. Es geht nämlich um einen ganz Hardcore-Vertriebsansatz, wie man eigentlich als Unternehmer oder als Mitarbeiter sich vernetzt, um Geschäft zu machen. Und das geht sehr systematisch und so einem Deutschen klingt das halt schon strange, gell? Dann sammelst du die Visitenkarten ein und dann schreibst du hinten drauf, was die Kollegen halt gut finden und dann, wenn du den dann wieder triffst auf dem Golfplatz, dann sagst du, wie geht's deinen 2 Kindern? Und dann sagt er, oh, du weißt noch, dass ich 2 Kinder habe, ja, ein Bub und ein Mädel und so. Also im Prinzip wirklich die Atome menschlicher Beziehung. Wie funktioniert das? Und das hat ihn ziemlich geflasht und er hat gesagt, was wäre denn, wenn der Dale Carnegie schon ein Internet gehabt hätte. Und dann hat er angefangen, mühsam sich rauszuarbeiten aus seiner Isolation, denn wir sind isoliert, wir sind eben nicht im Netzwerk. Oh, geht die Musik schon weiter? Ja. Und dann hat er versucht, sich mühsam rauszuarbeiten und hat dieses Buch geschrieben, Working Out Loud.
Working Out Loud. Das heißt, er hat viele Experimente gemacht. Wie kann man eigentlich diesen Ansatz üben? Irgendwann, also ganz individuell, for a better life and work, 12 Wochen, 5 Leute. Also, deswegen sind die Lagerfeuer hier so klein, aber auch damit die Übungen kürzer sind. 12 Circle Guides. Zu finden als Freeware unter www.workingoutloud.com. Unter For You. In Deutsch und in Englisch. Und dann können 5 so Leute an so einem virtuellen Lagerfeuer sich einmal die Woche treffen, ein Stündchen, und können anhand dieser Circle Guides, die total schlafwandlerisch genau sagen, du fängst jetzt mal an, ein Ziel dir zu überlegen, etc., etc., mit Working Out Loud. Ganz klasse, weil vom Check-in bis zum Check-out ist jede einzelne Übung total easy, auch sogar mit einer Zeitscheibe beschrieben. Das einzige Problem ist, also es war eigentlich eine private Angelegenheit, so wenn man diesen Ansatz ins Unternehmen überträgt, dann wird es schwierig, weil Chefs finden das nur mäßig lustig, wenn ihre Leute plötzlich irgendwann am Mittwochvormittag um 10 davon flattern und der sagt, wo gehst denn du hin? Ja, ich gehe zu meinem Working Out Loud Circle. Ja, das heißt, unsere Hauptarbeit war so in den letzten 2 Jahren, im Unternehmen klarzumachen, dass wir Menschen, also dass wir ja keine Sklaven sind, sondern dass wir Menschen erlauben müssen. Ich habe auch Chefs getroffen, die gesagt haben, das machst du nicht in meinem Team, das kannst du in deiner Freizeit machen. Aber ich habe eben auch Chefs getroffen, um nochmal auf den Reser zurückzukommen, nämlich den Herrn Schwarzenbauer, Vorstand bei BMW. Der hat die Frage auch gekriegt, wann sollen wir das denn machen? Und da hat er gesagt, Mai, musst halt mit deinem Chef aushandeln. Und es kann auch ein bisschen Gegenwind kommen. Und dann musst du auch da durch und die Pobacken zusammenkneifen. Weil das ist die Zukunft des Lernens. Ob es dann Working Out Loud Vernetzungshaltung ist oder ob es was anderes ist. Ja, die Chefs werden es nicht mehr schaffen, den Sack Flöhe zusammenzuhalten. Ihr werdet entscheiden, und das ist für mich ganz persönlich meine Vision, dass jeder für sich selber begreift, was brauche ich denn gerade? Von wem kriege ich das? Und mit wem kann ich das zusammentun? Social Learning. Das heißt im Prinzip diese Haltung, ich verzupfe mich da mal einmal in der Woche für eine Stunde, diese Haltung ermöglicht uns, wirklich Selbstorganisationshaltung zu kriegen. Weil Holokratie funktioniert nicht von der Prozessseite her, wenn du nicht diese Haltung hast. Und deswegen ist für mich, ne, kommen wir wieder zurück, die Grundlage, warum leben wir in der VUCA-Welt? Weil alles sehr schnell ist und weil wir hohe Datenvolumen haben. That's it. Nicht mehr, nicht weniger das. Geschwindigkeit und hohe Datenvolumen ist Digitalisierung. Wie kommen wir damit klar? Wie treffen wir gute unternehmerische Entscheidungen, indem wir das Wissen aus dem Netzwerk oder indem wir Menschen einladen, ihr Wissen ins Netzwerk reinzupacken? Und das ist ein möglicher Ansatz. Und junge Menschen in jungen Unternehmen hier im Raum würden jetzt sagen, aber das mache ich doch schon immer so. Klasse. Dann brauchst du das Lernprogramm nicht. Wenn du Französisch kannst, brauchst du jetzt auch nicht einen Französischkurs machen. Ja? Aber es gibt eben viele, so ältere Semester wie mich, die mussten und müssen das erst lernen, wenn sie wollen. Denn oberstes Gebot, Freiwilligkeit. Damit ihr so ein Stück weit ein Gefühl dafür kriegt, wie sehen denn diese Übungen aus? Das ist also klassisches Coaching. Das ist also nicht irgendwie ein Hexenwerk, aber da sind ganz, ganz schöne Sachen drin, die einem so in der Mitte des Arbeitslebens sowieso mal gut tun. Und eine dieser Übungen heißt, schreib mal 50 Eigenschaften von dir auf, weil, so trivial das vielleicht für netzwerkerfahrenere Leute ist,
es ist halt schwer, wenn man da nicht so drinsteckt, zu sagen, ja, was wollen die, was kann ich denn eigentlich beitragen? Also die größte Hürde ist eigentlich die Frage, wer will denn schon im Netzwerk von mir was hören? Ja, das ist nämlich die andere Seite von, wenn ich Wissen teile, gefährde ich meine Existenz. Das ist so der eine Showstopper und der andere ist, mei, was soll ich denn da sagen? Wer will denn von mir schon was hören? Also ich persönlich, wir machen das jetzt gleich mit 10 Eigenschaften. Ich persönlich könnte folgende Beiträge leisten im sozialen Netzwerk. Ich bin weiblich. Also überall, wo Frauen über Frauenthemen diskutieren, könnte ich potenziell mitreden. Ich versuche es nur ein bisschen anfassbar zu machen. Ich bin 50. Also überall, wo Babyboomer sich über Babyboomer-Themen unterhalten, könnte ich auch mitreden. Verheiratet. Ja, zum ersten Mal und einzigen Mal. Einen Mann, zwei Pubertiere, also überall, wo Leute sich über ihre männlichen stinkenden Pubertiere aufregen, könnte ich mitreden. Drei Katzen, die machen weniger Stress. Ich liebe Essen. Foodblogs, kann ich überall mitreden. Ich liebe guten Wein. Leider auch Bier. Aber immerhin, ich laufe. Ich bin vor kurzem Halbmarathon gelaufen. Ich spiele gern Golf und ich schreibe gerade ein Buch. Also überall, wo Menschen sich über diese Themen unterhalten, könnte ich mitreden. Jetzt ist die Frage, muss man überall mitreden? Na, man kann es ja mal probieren und dann passiert nämlich was ganz Tolles. Also man probiert das einfach mal. Also die reden über Laufen, über Halbmarathon und dann sage ich, Marathon-Oma, ich bin neulich in Dresden gelaufen, 2,5 Stunden, 22 Kilometer, also Halbmarathon. Und dann kommt dann Like. Und dieses Like macht was im Kopf. Ne? Da kommt so ein Hormonschub, der heißt ganz konkret Dopamin. Ja, kennen wir ja alle. Deswegen wollen wir die Pubertiere ja alle aus dem Netz rauszerren, weil wir wissen, dass die ständig ihren Dopaminhaushalt pushen. Mit Likes. Dann sagt einer, Mensch Sabine, wie hast du das gemacht in deinem Alter? Und dann sage ich, das kann ich dir ganz genau sagen. Ich habe mir da diese App geladen. Also ich mit 50 habe mir eine App geladen. Meine Männer zu Hause lachen sich schon immer kaputt, weil das immer so ein großes Ding ist, wenn ich mir eine App lade. Und die hat mir geholfen. Ja? Das macht irgendwas mit uns. Und dieses vorher, ich bin im Silo, ich sage nichts, weil das gefährdet mein Leben, das kehrt sich plötzlich um in ein, hey wow, da tut sich eine ganze Welt auf. Das sind zwei Frauen, das sind 5 Leute, die wollen auch, boah, die wollen was von mir. Ich kann da helfen. Und dann kommt da auch was zurück, erzähl doch mal, wie es war. Und so weiter. Das macht was mit uns. Und das passiert hier und natürlich hier, ist klar. Deswegen imagine. Ich hasse diesen Satz, aber das muss man mal ausprobiert haben. Und deswegen machen wir das jetzt. Jeder schreibt 10 Eigenschaften von sich. Ihr habt dieses brillante Büchlein, um das ich total neidisch bin. Ihr macht bitte Gruppen von maximal 4 Leuten, 5 Leuten, bitte nicht mehr. Jeder schreibt 10 Eigenschaften von sich auf. Das dauert genau 3 Minuten. Und dann innehalten. Ich mache dann einen ganz harten Stopper und dann schauen wir weiter. 10 Eigenschaften in dieser Qualität. Folgende Amtshandlung. Reicht mal euer Büchlein bitte im Uhrzeigersinn weiter. Einmal. Jetzt kommt's raus, die Handschrift. So, und jetzt bitte, jetzt üben wir mal ganz kurz Peer-Coaching. Peer-Coaching heißt, eigentlich ist der andere wichtiger als ich selber. Richtig? Und das praktizieren wir wie folgt. Wir lesen uns mal die Eigenschaften von dem Menschen neben mir vor und versuchen, darauf zu referenzieren. Also, du hast 3 Katzen, ich hasse Katzen, ich habe 3 Hunde. Essen tue ich auch gern, aber Wein schmeckt mir überhaupt nicht, höchstens weißer. Das heißt, ihr sucht euch 3, 4 Eigenschaften
wo ihr ein bisschen ankern könnt, wo ihr ins Gespräch kommt. Ja? Also das heißt, ihr teilt das mit der ganzen Runde und dazu nimmt sich jeder bitte maximal eine Minute. Die anderen sind wichtiger als man selber. Ne? Es gibt vielleicht so einen Timekeeper am Tisch, der so ein bisschen Druck macht. Und dann geht es einmal rum, 5 Leute, dann seid ihr durch. Ja? Ihr seid zu groß. So. Also, dann lass mal hören, was ihr so erlebt habt. Mögt ihr mal vielleicht hier einmal das Mikro reinhalten in die Runde und einmal jemanden fragen und vielleicht dann nochmal einmal hier. Florian, wenn du magst, hältst du. Was habt ihr erlebt? Letzte Meter, das schaffen wir noch. Also für uns war interessant, dass wir die Aufgabenstellung anfangs nicht ganz verstanden haben. Das war ganz spannend. Als wir es dann soweit dann gemeinsam miteinander gehabt haben, haben wir festgestellt, dass es uns wirklich leicht fällt, da über 3 Eigenschaften zu sprechen und sind auch gleich drauf gekommen, dass uns Sport, Fitness, Bewegung eigentlich alle miteinander verbindet. Hat eben so jeder draufgeschrieben gehabt, aber auch das Thema Reisen zum Beispiel oder Essen. Und haben uns dann eigentlich schon angefangen, angeregt darüber zu unterhalten, bis du uns jetzt da unterbrochen hast. Alles klar, Dankeschön. Das ist es genau, ne? Das ist im Prinzip das Atom eines Netzwerkes, ist genau dieser Schritt. Ich teile was von mir, das habt ihr gemacht mit den 10 Eigenschaften, dann geht das weiter, Schreck lass nach, jetzt erfahren die alles über mich. Ja? Und dann fängt man an, in Austausch zu gehen. Und ist es nicht irre, was eigentlich so im Bauch und im Kopf passiert, wenn der andere sagt, das finde ich auch klasse. Oder wenn er sagt, das finde ich total spannend, kannst du mir da mehr darüber erzählen? Ja? Also das Lernen, aber eben auch zu sehen, hey, wir sind irgendwie aus dem gleichen Tribe. Und genau das passiert eben in einem sozialen Netzwerk, auch nichts anderes. Florian, magst du nochmal hier vielleicht das Mikro reinhalten? Ja, was möchtest du wissen? Ich wollte wissen, wie es so war. Wie war es gewesen? Ich fand's eigentlich sehr gut, ja. Es macht etwas mit einem. Mhm. Das reicht mir jetzt eigentlich an Info. Im Positiven natürlich. Ja, genau. Genau. Aber es ist besser wie in einem elektronischen sozialen Netzwerk. Ja, und da kommt jetzt eigentlich dieses Lernprogramm. Darfst das Mikro gern wieder zurückgeben? Ich glaube, der Florian hat das lieber in der Hand als du. Merkt mal so, macht ja nichts. Im nächsten Jahr schmatzen wir dann nur noch miteinander. Aber genau deswegen ist dieses Lernprogramm Working Out Loud eben so ein sanfter Einstieg. Ne? Und ich erzähle euch jetzt noch mal ganz kurz, wie das eigentlich abläuft. Das allererste, was wir tun, ist, uns ein individuelles Ziel zu definieren. Ein individuelles Ziel, auf das wir richtig Bock haben. Weil wenn das irgendwas ist, was das Unternehmen will, der Chef will oder der Ehemann will, so, ich möchte gern, dass du Halbmarathon laufst oder 10 Kilo abnimmst, dann steht man nicht dahinter und dann zieht man es auch nicht 12 Wochen durch. Dieses Ziel ist nur das Vehikel, um einen Prozess zu erproben. Das heißt, auch wenn man beim dritten, vierten Mal im dritten, vierten Circle feststellt, ich merke, dass ich an dem Ziel gar nicht arbeite, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass es vielleicht eigentlich kein echtes Ziel war. Man will ja immer so, ich hatte mal eine Kollegin, die hat gesagt, ich will so bei Siemens die Mrs. Innovation werden. Die hatte die Innovation Trainings und wollte, nachdem sie die schon 2 Jahre wie so eine Eisenkugel mit sich rumgeschleppt hat, hat sie gesagt, und jetzt will ich die richtig große Sause machen. Und dann ist 5 Wochen gar nichts passiert. Und dann haben wir uns in dieser Peer-Coaching-Gruppe tief in die Augen geguckt und sie hat gesagt, wisst ihr, was ich gemacht habe an dem Ziel? Gar nichts. Und ich habe festgestellt, auch wenn ich diese Eisenkugel seit 2 Jahren mit mir rumschleppe und auf jeder Bühne springe und sage, ich bin Mrs. Innovation, es interessiert mich nicht, ich mache nichts. Kennt ihr das? Ein anderer macht irgendwas Cooles und ihr denkt, das muss ich auch machen und dann macht man es aber nicht. Ja? Also bei mir geht es momentan mit Meditieren so. Alle meditieren, ich will auch meditieren. Calm erinnert mich jeden Tag dran. Jetzt wäre der richtige Augenblick. Der ist ja nie da, der richtige Augenblick. Ich bin es einfach nicht. Also, ja. Sehr gut, genau. Da habe ich meine Ruhe, gell? Genau. So, also das heißt, wir suchen uns ein Ziel, um euch ein Beispiel zu geben. Das Ziel muss natürlich irgendwo verdaulich sein, also in 12 Wochen erreichbar sein. Mein Ziel war es,
die HR, der HR-Pfadfinder für meine Kollegen zu werden. Warum? Also ich war ja schon Learning and Development, also sagen wir mal so eigentlich wissensmäßig Avantgarde, und ich hatte keine Ahnung, wovon die da immer reden. Da gibt es ein Barcamp, da gibt es einen Open Space, da gibt es einen World Café, da gibt es einen Social Network, da gibt es ein Social Learning. Also ich habe das alles gar nicht mehr verstanden. Da gibt es Digital Leadership, und ich habe gedacht, wovon reden die eigentlich? Ich bin Learning und ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Und wenn ich das nicht weiß, dann wissen das meine operativen HR-Kollegen weltweit, glaube ich, erst recht nicht. Also habe ich mich aufgemacht und habe anhand von diesem Ziel versucht, meine Welt besser zu verstehen. Aber wie gesagt, es kann auch ein ganz anderes Ziel sein. Ich will mich mehr sozial vernetzen. Ich will Twitter besser verstehen. Ich will Twitter als Learning-Tool benutzen. Also es ist schon gut, wenn es irgendwie ein Ziel ist, was irgendwie mit Menschen zu tun hat. Und in meinem konkreten Fall habe ich mir dann ein Buch gekauft. Und dieses Buch ging um Digital Leadership. Also total oldschool hier, so totes Holz. Und da habe ich geguckt, wer sind die Autoren? Und da waren irgendwie 15 Autoren, die fand ich alle cool, aber 5 fand ich besonders cool. Und das ist dann der nächste Schritt bei Working Out Loud. Ich habe dieses Ziel und ich schreibe auf eine Beziehungsliste, sind wir wieder beim Dale Carnegie, 5 Leute drauf oder 10. Dann schaue ich mal, was ich für einen Beziehungsstatus mit denen habe. Also von 0 bis 5. 0, ich kenne die gar nicht, die kennen mich auch nicht. Bis 5. Ey, super Typ, mit dem habe ich schon Schafe gehütet oder irgendwie Gin Tonic getrunken. So. Also jetzt habe ich mein Ziel und ich habe meine Beziehungsliste. Das allererste, was ich sowieso mache, ist, dass ich mich mit meinen Peer-Coaches auf 12 Termine verständige. Da werden nicht alle können. Wir müssen uns auch vereinbaren, ob wir das virtuell machen. Das geht sehr gut über Skype. Oder ob wir uns persönlich treffen, ist auch kein Problem. Das können Leute aus meinem Unternehmen, aus dem Kegelclub, aus anderen Unternehmen sein. Wir hatten einen Circle, da waren drin Audi, Daimler und BMW. Wow. Die Kollegen haben das vorher mit ihrer Compliance-Abteilung abgesprochen. Verratet ihr da Patente? Ja, logisch, klar, was sonst? Da, okay, dann ist es kein Problem. Ja, also unternehmensübergreifend ist mega cool, ist wirklich mega cool. Das ist eine totale Erleuchtung und auch da wieder, das Ziel spielt keine Rolle. Aber sich mit diesen 5 Leuten einmal in der Woche auszutauschen, ist wirklich eine totale Erleuchtung. So, und dann hat man diese Circle Guides. Hier haben wir sie vorher, die kann man rausladen. Wenn ihr das im Unternehmen implementieren wollt, habe ich mittlerweile angefangen, die echt in so 12er Büchlein, DIN A4 Büchlein komplett auszudrucken, um es den Leuten so leicht wie möglich zu machen, reinzukommen. Ja? Also auch wenn wir wollen, dass sich alle virtuell vernetzen, das tun halt noch nicht alle. Ich habe einen Freund, der hat sein Intranet, druckt der regelmäßig aus und verteilt es irgendwie vor der Kaffeeküche, ja? Weil es liest halt keiner im Netz, naja, da muss halt irgendwie der Berg zum Propheten kommen. Also ich druck diese Circle Guides aus, ja, dann haben die Leute im Prinzip was in der Hand, in das sie kontinuierlich reinarbeiten, das schafft nochmal so ein bisschen Bindung. Und dann treffen die sich einmal die Woche. Wenn ich mal nicht kann, ist okay, dann arbeite ich vor oder nach. Und dann so nach 12 Wochen oder wenn zwischendrin Ferien waren, sind es halt auch mal 3 Monate, ist auch okay. Im Circle 12 wird gefeiert. Gefeiert heißt natürlich, alle sind unheimlich erleichtert, dass das jetzt vorbei ist, und alle sind gleichzeitig todtraurig, dass das jetzt vorbei ist. Also das ist so die Erfahrung, dass Leute so sagen, mein erster Circle, und dann konnten wir gar nicht uns voneinander trennen und dann haben wir uns irgendwie künftig noch weiter getroffen oder. Es gibt Leute, die machen 3, 4, 5 Circles hintereinander weg, die wissen zwar schon, wie der Prozess geht, aber diese Konstellation und dieses Peer-Coaching üben, wertschätzend miteinander reden, nicht werten, nicht urteilen, ey, das ist ein Scheißziel, was du dir ausgesucht hast, such dir mal ein anderes, ey, das ist mein Ziel, such dir mal was anderes, ja, das zu üben, weil, um dann nochmal den Bogen zuzumachen. Wir haben vorher mal gesagt, und das ist meine absolute Überzeugung, Führung wird künftig auch in traditionellen Unternehmen anders funktionieren. Wir werden alle führen. Und Coaching, nämlich eine wertschätzende Haltung, dem anderen zu helfen, besser zu werden, wird das wichtigste Element dabei sein. Das kann nicht jeder. Aber in diesen Circles lernen wir das. Vielen Dank.